Svechasana bedeutet wörtlich Lieblingsstellung, Stellung nach Belieben. Garote schreibt in Encyclopedia of Traditional Asana, dass Svechasana beschrieben wird im Rudrayamalam, aber nicht genauer beschrieben wird. Man könnte sagen, Svechasana ist einfach ein Asana, das du besonders magst. Wenn du zum Beispiel im Kopfstand oder im Skorpion bist, dann dort herausrückst in die Rückenlage und so weiter. Wenn du Asanas übst, ist es zum einen gut, Svechasanas zu üben, also Stellungen, die du besonders liebst, besonders magst. Es ist aber auch gut, Stellungen zu üben, die du nicht magst. Auf gewisse Weisen ist das das ganze Leben. Manche Sachen magst du und es ist gut, dem zu folgen, was du magst, und anderes magst du nicht. Wenn du nur Sachen machst, die du magst, dann wirst du nie irgendwie vorankommen. Denn was du magst, das ist mal dieses und mal jenes. Das heißt so schön, Erfolg ist ein paar Prozent Inspiration und ansonsten sehr viel Perspiration. Und nicht nur Erfolg in der Wirtschaft, sondern auch in der Kunst und überall sonst. Aber es ist eben auch gut zu wissen, was ist mein Svecha. Icha ist ja mehr als nur Karma, also Begierde. Icha ist ja das, was du vom Tiefen her magst und willst. Icha ist auch die Willenskraft. Und wenn du fragst, was soll ich eigentlich tun, dann kannst du durchaus überlegen, was mag ich wirklich? Was ist das, was ich von innen heraus mag? Campbell hat es mal so formuliert, er war ein großer Mythenforscher. Er sagte, follow your bliss, mache das, wo du besondere Freude hast. Und das kann erstmal etwas sein, was dir eine Grundsache gibt. Wenn du zum Beispiel bei den Asanas besonders gut in einer Asana in die Tiefe kommst, dann mache das auch. Erlaube es dir, die Yoga-Praktiken zu machen, die du besonders magst. Aber nicht immer magst du das, was gut ist. Manchmal musst du das, was du magst, nicht tun. Und manchmal, um das, was du von der Tiefe deines Herzens magst, wirklich machen zu können, musst du über kleinere und größere Raga-Dvesha, mögen und nicht mögen, hinausgehen. So, und jetzt hast du gerade einige der Lieblingsasanas von Raffaella gesehen, die ja sehr viele fortgeschrittene Asanas üben kann. Es hat einfach auch etwas Schönes, eine Weile zu trainieren und zu üben, auch wenn es anstrengend ist. Und nachher wird es schön und angenehm. Wenn es dir gefallen hat, klicke doch schnell auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Und wenn du Raffaella mal als Yogalehrerin erleben willst, die dir dann zeigen kann, wie all das geht, dann komme zu Yoga Vidya Bad Meinberg und besuche die fortgeschrittenen Yogastunden. Alles Gute, bis zum nächsten Mal auf www.yoga-vidya.de.